willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 Mixed Reality auf der Grünfelder Land im Sägewerk. Das ist diese Woche unser Job. Ich hoffe mal, dass der Diesel hinkriegt, dass er mein Feld noch bestellt, so wie gestern besprochen. Und dann muss ich auch mal gucken. Dass ich erwarte, das kann man gleich bei einer Palettenproduktion reinmachen. Sollen wir mal gucken, wegen Nägeln. Ob wir da wieder welche brauchen. Da haben wir 17.000 drin. Das brauchen wir eigentlich nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es sogar besser, als die Mitarbeiter die Paletten quer abgestellt haben. Wenn sie gemeint, sie machen das jetzt ein bisschen besser. Dann stellen sie längs ab. Sie standen längs und jetzt stehen sie quer. Quer hat mir besser gefallen. Nein, längs hat mir besser gefallen. So rum. So, diese Woche eben Hardcore-Produktionen. Also da geht es wieder hauptsächlich um Produktion. Ich muss gucken, dass wir hier vorankommen. Ich denke, dass die Holzscheitel jetzt schon mal so ein bisschen, zumindest mengenmäßig, was abwerfen, ist schon mal ganz sinnvoll. Klar, finanziell noch gar nicht. Aber wenn der Müller diese Woche noch kommt mit dem Anhänger und mit dem LKW, wird man, denke ich, da ein bisschen was abliefern oder dann vielleicht verladen, um es zum Holzmichel zu bringen. Jetzt sind wir erstmal dicke hier. Stimmt, ich hatte ja den Anhänger. Servus! Hallo Volker! Ja, da bist du ja. Dachte mir, der kommt nie an. Ja, war noch in der kurzen kleinen Verkehrskontrolle vom Jäger. War eine allgemeine Verkehrskontrolle, ich habe nichts falsch gemacht. Ach, wer hätte es gedacht? Und dann direkt der Stefan, der kommt da um die Kurve geschossen wie eine Sau, der Jäger will reinsteigen. Ich so, hallo, meine Papiere bitte. Steigt er nochmal aus, gibt sie mir zurück. Ah, okay. Also direkt hinterm Müller her. Jo. Kannst du den Anhänger hinten bei den Leerpaletten hinstellen, sodass ich den befüllen kann und dann noch bei der Holzkohle ein bisschen Dings ausladen? Hackschnitzel. Ja, genau. Alles klar. Danke. Bist du aber wieder ganz schön flott auf den Füßen unterwegs, ne? Ja, muss ja, muss ja. Ja, wäre ich letzte Woche jetzt nicht auf Fortbildung gewesen, dann hätte ich schon die Felder angesät. Ach so, Felder, ja, ja. Ja.
Alter Knopf. Ja, jetzt. Ja, nur ich wurde von der Schweinegemeinschaft zur Fortbildung eingeladen. Okay. Ja, ich muss jetzt die Woche mal hier. So, ich gehe dann jetzt ansehen. Jo, danke dir. Gerne doch. Bis später. Ciao. 12 Uhr bei der Helga, ne? Alles klar. So circa. Alles klar. So, ich probiere mal, ob ich jetzt hier, wenn ich die auf den Anhänger lade, ob ich damit flotter bin, wenn ich jede Palette einzeln überfahre. Das müsste eigentlich so sein. Ja auch nicht sauber aufladen. Zeiteffizient müsste es sein. Alles andere ist eigentlich wurscht. Gut. So, gut ist auf jeden Fall, dass wir Holzkohle auch schon wieder produzieren. Irgendwann kommt die Gemeinde wieder und will welche haben. Und wir haben die dann schon vorrätig. Das ist eigentlich das Beste, was uns passieren kann. Wenn wir dann einfach sagen können, ja, gehen Sie hinter ans Lager. Nehmen Sie sich raus. Die Rechnung kommt. So, ich hoffe natürlich, dass es hier mit den Leerpaletten dann auch gleich funktioniert, wenn ich die ablade. Wäre sonst doof, wenn nicht.
mache ich mir die Mühe nämlich gerade ein bisschen umsonst, die alle auf den Anhänger zu buxieren. Aber es müsste funktionieren. Wobei ich gerade ganz ehrlich sogar am Überlegen bin, ob ich die Ladung nicht hochfahre zur Karrenproduktion. Weil da brauche ich ja auch wieder Leerpaletten. Und wenn ich die jetzt schon geladen habe, Mist, ey. Könnte ich die ja eigentlich auch gleich da hochbringen. Stück kriegt man drauf. Mal, dass ich die rechte hier, dass ich immer ein bisschen mehr drauf schiebe. Perfekt. Immer ein bisschen mehr nach vorne. Auch gut. Dann habe ich nämlich gleich hier hinten ein bisschen mehr Platz für die anderen vier Paletten. Dann haben wir heute richtig was geschafft, ey. So viele Paletten habe ich glaube schon lange nicht mehr verladen. Ja, es leert sich in der Produktion, es leert sich. Das bedeutet ja eigentlich was Gutes, ne? Das bedeutet ja eigentlich, wir arbeiten. Wenn wir nicht arbeiten würden, würde sich die Menge ja erhöhen. So, wir haben ordentlich auch investiert diese Woche in Wasser. Das wird sich auszahlen bei den Hühnern. Natürlich wird das suboptimal. Aber ganz ehrlich, wenn die da so rumeiern, dann fahre ich die lieber ins Lager. Bevor ich die unordentlich auf dem Anhänger stapel. Das war ja auch sowas von klar, ne? Nochmal 40.000 drin, das ist schon mal gut.
Liebe Leute, ich bedanke mich bei euch aber fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein bei der nächsten Folge Wildfarming LS19 Mixed Reality. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.